als Überschrift auch gemacht, das Thema Handelsstreit, die US-Zölle belasten Unternehmen. Das ist etwas, das findet mittlerweile in relativer Regelmäßigkeit Einfluss in oder einen Weg in das Beachbook. Das heißt, das scheint schon eine gewisse Relevanz zu haben. Deswegen werden wir das auch gleich wieder im Webinar auch sehen. Wie immer vorab den Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Das alles, was wir hier machen, ist keine Finanzberatung, das heißt auch keine Anlagetipps. Alles, was ich hier sage, ist auch meine entsprechende eigene Meinung. Und wenn Sie bestimmte Dinge dann auch traden, dann stellen Sie bitte auch wirklich fest, dass Sie sich mit diesen Instrumenten auskennen. Im Zweifelsfall fragen Sie einen Fachberater, der Sie da entsprechend informieren kann, weil im Handel mit Devisen und CFDs auf Margin riskieren Sie, Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Das hier zum Risikohinweis. Die Agenda für heute. Wir schauen einfach mal, was ist denn das Beachbook? Ne, wir haben ja immer wieder Zuschauer hier, die das Ganze auch noch nicht kennen. Da verliere ich mal ein paar Worte dazu, was das Beachbook ist, was wir daraus lesen können. Und dann sprechen wir natürlich hier auch über die aktuellen Fakten, die wir im Beachbook auch am Mittwoch gemeldet bekommen haben. Das Beachbook, was genau ist das? Das Beachbook ist der große Konjunkturbericht in den USA. Ja, der ist hervorgerufen worden oder ins Leben gerufen worden im Jahr 1970. Und zwar beinhaltet dieser Korrekturbericht bzw. dieser Konjunkturbericht den Report über die aktuelle wirtschaftliche Lage aus zwölf Verwaltungsbezirken in den USA. Also ähnlich wie bei uns hier, Bundesländer, so ist das in den USA auch gegliedert. Und 12 dieser Bezirke liefern hier Daten, um entsprechend die konjunkturelle Lage in den USA zu beziffern, sagen, was gerade los ist. Befragt werden in diesem Zusammenhang Banken und Branchenexperten. Hier fragt man Unternehmenslenker und auch Ökonomen, und all diese Daten fließen dann entsprechend in diesen Konjunkturbericht auch mit ein. Wir finden dann entsprechend hier, oder das Beachbook gibt dann hier Aussagen über ökonomische Trends, die sich also entwickeln. Das ist also keine Situation, die von heute auf morgen kommt, sondern das Beachbook gibt halt Trends, ökonomische Trends werden sich daraus entwickeln, beziehungsweise entwickeln sich daraus, und aus diesen Aussagen können dann wirklich zukünftige Herausforderungen auch herausgelesen werden. Und die Daten, die wir hier sehen, die sind relativ, also um das mal auf den Punkt zu bringen, die positiven Ergebnisse untermauern eine positive wirtschaftliche Entwicklung. Das kann beispielsweise hier auch den US-Dollar stürzen oder aber auch die US-Wirtschaft stürzen. Das ist ganz normal. Das können wir hier als positive Seite sehen. Bei negativen Aussagen ist es so, dass die eine eindämmende Wirkung auf die Wirtschaftsleistungen haben. Wenn wir uns mal den Euro angucken, kann das dann beispielsweise den US-Dollar schwächen. Also das mal hier die Aussagen aus diesen Berichten. Und der US-Offenmarktausschuss der USA, das sogenannte FOMC, nutzt diese Ergebnisse für den Entscheid über die kurzfristigen Zinsen. Das heißt, all das, was hier veröffentlicht wird, ist ein sehr, sehr wichtiges, sag ich mal, Werk, das die Fed dazu benutzt, ihre Zinspolitik zu gestalten, um die Wirtschaft so gut wie es geht zu stützen. Das heißt, auf einer Seite, wenn es schwächer läuft, Stützen zu geben, und wenn es richtig gut läuft, die Inflation im Griff zu halten. Das sind so die Stellschrauben, und das ist das, was entsprechend hier der Offenmarktausschuss aus diesem Beachbook entsprechend auch herauslesen kann, beziehungsweise hier herausliest. Veröffentlicht wird das Ganze hier im Board of Governors of the Federal Reserve System. Da gibt es auch eine Internetadresse, das ist diese hier. Die können Sie sich entsprechend auch mal, warten Sie mal, ich kopiere Ihnen die gleich mal hier rein, kleinen Augenblick, ich nehme die mal aus der Präsentation kurz raus. So, Steuerung C, und dann bringe ich die gleich mal hier auch in den Chat hinein. Also das heißt, hier können wir direkt aus dem Board reinschauen in das, was sich jetzt hier gibt. Ich sehe nur momentan, müssen wir mal gucken, ist es gekommen? Ich sehe es gar nicht drinnen. 7 Kommentare haben wir hier, kleinen Augenblick, ich muss das mal kurz umschalten. Der Computer zeigt mir hier heute leider keine Kommentare an auf Facebook. Das heißt, warte mal, Elena ist, glaube ich, auch dabei. Elena, vielleicht kannst du mir ein bisschen wirtschaftlich, ein bisschen Unterstützung geben. Ich mache mal eben Skype auf, wenn hier wichtige Fragen sind. Ich schaue mal in Skype nebenbei auch mit rein, dass wir hier mal ganz schnell mit schauen können, wenn Fragen auch aufkommen, dass wir die Fragen auch mal reingucken.
So, ich ziehe das mal kurz auf dem anderen Monitor, dass wir auch Fragen klären können. Ich habe jetzt nämlich heute noch gar keine Kommentare gesehen. Das hat mich jetzt ein bisschen gewundert. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht, Elena, wenn du hier Fragen hast, dass du mir in der Moderation ein bisschen auch mithelfen kannst. Gut, also, wie schon gesagt, das hier ist die Federal Reserve. Dort wird das Ganze entsprechend veröffentlicht. Veröffentlicht wird das Ganze 8-mal im Jahr und zwar immer 2 Wochen vor einem FOMC-Meeting. Ja, das ist immer wichtig. Und was wir jetzt machen, ist zum einen, wir schauen einmal auf diese Website drauf, dass Sie sich das Ganze mal anschauen können, wie das Ganze auch mit aussieht hier an dieser Stelle. Also hier nochmal der Link. So, kleinen Augenblick, das holen wir uns jetzt mal rüber. So sieht das Ganze aus. Also das ist jetzt mal die Seite in den USA. Das Ganze ist Englisch, ist nicht für jedermann was von der Seite her. Deswegen bespreche ich das ja auch mit Ihnen. Hier sehen wir entsprechend auch die Termine auf dieser Seite, also von Januar bis Dezember. Das sind die 8 Termine. Und hier haben wir jetzt entsprechend die Oktober-Informationen bekommen. Und das schaut vom Prinzip her so aus, dass wir hier uns den vollen Report angezeigt bekommen. Hier können wir uns das auch nochmal einzeln angucken, diese Reports der einzelnen Distrikte sozusagen, und dann gibt es hier entsprechend immer auch die Übersicht, was wir hier entsprechend haben. Und da habe ich jetzt die Daten auch für Sie rausgezogen, das Ganze aufbereitet, was wir hier entsprechend im Markt auch sehen. Was sehen wir hier, wenn wir uns die aktuellen Zahlen entsprechend einmal anschauen? Wir sehen an dieser Stelle hier entsprechend, dass die gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten Folgendes sagen. Die Wirtschaft wächst in den USA durchweg. Das ist also erst einmal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Wir haben jetzt hier keine Zeichen von irgendwelcher Rezession. Zweiter Punkt: Die Mehrheit dieser Districts berichtet von mäßigem bis moderatem Wachstum. Im Bereich der Produzenten, also des produzierenden Gewerbes, hier ist es so, dass hier auch ein moderates Produktionswachstum stattfindet. Also auch das alles Anzeichen für ein weiter fortschreitendes Wirtschaftswachstum an dieser Stelle. Was sehen wir noch? Wir sehen natürlich durch diese ganze Situation jetzt hier auch, dass Material- und Transportkosten steigen. Das hängt alles damit zusammen. Das hat auch Einfluss entsprechend auf die Preisgestaltung hier. Schwierig wäre es, wenn wir steigende Preise hätten und Produktionsrückgänge oder Stagnation. Das wäre ein anderes Bild, aber das lesen wir hier draus momentan überhaupt noch nicht. Was es gibt Unsicherheiten im Geschäftsumfeld, das heißt hier in Bezug auf die Schwierigkeiten, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Das ist etwas, das ist ein Anzeichen für eine Wirtschaft, wo nahezu Vollbeschäftigung herrscht. Das ist ein Faktum und das geht im Endeffekt ganz normal einher. Das ist ja das Bild, was wir hier bei uns in Deutschland auch sehen. Die Firmen berichten ja hier bei uns in Deutschland auch, dass es sehr, sehr schwer ist, momentan qualifiziertes Personal auch zu finden. Die Nachfrage nach Transportdienstleistungen ist weiterhin auch stark. Auch das ein Zeichen für einen starken Markt hier in den USA. Ein Arbeitskräftemangel ist das, was weitläufig auch gemeldet wird. Das steht auch so ein bisschen im Zusammenhang mit dem Thema, man findet schwer qualifizierte Mitarbeiter. Und dieser Arbeitskräftemangel, der führt so Stück für Stück auch zu Lohnanstiegen. Ja, das ist das auch eine ganz normale Entwicklung, die man hier in den USA sieht. Also das hier bei den ersten Punkten auf die gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten. Da gibt es noch einen kleinen Rest dazu. Und zwar, jetzt gucken wir mal auf die Konsumenten. Und zwar, die Konsumentenausgaben sind in den USA flächendeckend gestiegen und zwar in moderatem Tempo. Die Reise- und Touristik, der Reise- und Touristikbezug ist, entschuldigen Sie, der Reise- und Tourismus ist angezogen, also hat auch wieder steigende Nachfrage gehabt. Ausnahme war hier Nord- und Südcarolina, da gab es ein bisschen Wind, da wollte keiner hin, kann ich verstehen. Das waren hier entsprechend die Ausnahmen. Und die landwirtschaftlichen Bedingungen, die sind durchwachsen, das hängt auch so ein bisschen mit den Wetterkapriolen in den USA entsprechend auch zusammen. So. Das war das Erste. Das war der Punkt. Ich zeige Ihnen das nochmal ganz kurz hier in diesem Teil. Das war hier oben der obere Teil, die gesamtwirtschaftliche Lage. Als nächstes schauen wir uns mal das Thema Arbeiter und Gehälter an und dann schauen wir auf die Preise. Also hier im nächsten Punkt schauen wir, was hat der Arbeitsmarkt und die Löhne gemacht? Was wurde darüber gemeldet? Auch hier. Die Anstellungen wuchsen gering bis moderat im ganzen Land. Also auch hier eine weitere leichte Abnahme der Arbeitslosigkeit. Also auch das ein Anzeichen für eine sehr, sehr starke Wirtschaft.
Die Arbeitgeber befinden sich allerdings teilweise in einer angespannten Situation. Auch das ist etwas, was man ziemlich flächendeckend hier in diesem Bereich auch gemeldet bekommt. Wo kommt das Ganze her? Was macht diese Situation angespannt? Das ist das. Es gibt kaum noch qualifizierte Arbeiter, die zu finden sind. Es gibt über das Land hinweg eine Knappheit an hochqualifizierten Personal, wie Ingenieuren, Finanz- und Verkaufsprofis, Arbeiter im Bau und der Produktion. Es fehlt an IT-Fachleuten und es fehlt an LKW-Fahrern. Wir haben ja auch gesehen, dass der Transportbereich ist hier sehr, sehr stark auch gefragt im Wachstum. Und deswegen fehlt einfach hier entsprechendes Personal. Als nächstes bekommen wir hier vom Arbeitsmarkt auch noch gemeldet, es gibt Berichte über hohe Fluktuationsraten und Schwierigkeiten, entsprechend Mitarbeiter in den Unternehmen zu halten. Das werte ich jetzt mal nicht, woran das liegt. Es ist einfach ein Fakt, der hier gemeldet worden ist. Dann gibt es hier die Information darüber, dass in den meisten Geschäftsfeldern innerhalb der nächsten 6 Monate ein leichter Anstieg in der Nachfrage nach Arbeitskräften erwartet wird. Also hier auch weiter steigende Nachfrage nach Arbeitskräften, das ist auch für die Wirtschaft ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und die meisten Geschäftsfelder gehen von leichtem bis moderatem Lohnwachstum aus. Also auch das, die steigende Nachfrage nach Personal geht dann Stück für Stück auch einher mit dem Thema Lohnwachstum. Vielleicht ist das ja auch ein Grund für die hohe Fluktuation. Wenn man dann bei einem anderen Arbeitgeber mehr Geld bekommen kann, dann wechselt man halt einfach mal den Job, ohne Stress mit dem eigentlichen Chef zu kriegen, der einfach nicht mehr bezahlen möchte. Möglicherweise ist das hier an dieser Stelle ein Grund, warum wir hier davon ausgehen, dass die Fluktuation so hoch ist. Dann schauen wir noch auf die Preisentwicklung, auch hier aus wirtschaftlicher Sicht. Hier sehen wir, dass die Preise ihr Wachstum in leichtem bis moderatem Tempo fortsetzen. Das ist ja auch das, was die Federal Reserve will. Die will keine extrem starken Preisanstiege, sondern die möchte, dass das alles in gemäßigtem Tempo vorangeht. Also die Einkommen und auch die Preiswachstume, damit die Wirtschaft hier nicht überhitzt in diesem Punkt. Die Hersteller berichten für steigende Preise für die fertigen Güter dann im Endeffekt und das Ganze in Zusammenhang mit steigenden Rohstoffpreisen und hier lesen wir es, das Thema Handelszölle, das nimmt mittlerweile Einfluss in die Preise für die fertig produzierten Güter sozusagen. Im Bereich Bau ist es so, dass die Bauvertragspreise durch steigende Lohn- und Materialkosten auch in die Höhe gehen. Das ist auch etwas, das wir im gesamten US-Bereich gemeldet bekommen. Der Einzel- und der Großhandel spricht von steigenden Verkaufspreisen, initiiert durch steigende Transportkosten. Ne? Das greift alles hier wie ein Zahnrad sehr, sehr schön ineinander. Der Handel ist auch weiterhin besorgt über drohende Kostensteigerungen durch Handelszölle. Das ist schon das zweite Mal in diesem Report, dass wir das Thema Handelszölle mit auf den Tisch bekommen bei den Preisen, wo das Ganze wirklich Einfluss auf die Preise nehmen kann. Das sehen wir hier an dieser Stelle. Und mit Blick auf die Farmen, die Agrarrohstoffe verteuern sich. Und zwar durch steigende Öl- und Treibstoffkosten. In manchen Bereichen wird auch durch eine Verteuerung durch Umwelteinflüsse, wie zum Beispiel zu wenig Regen, zu viel Regen, starker Wind, Landverrottungen, Ernteausfälle, alles solche Sachen, das kann entsprechend hier auch die Preise für die Agrarrohstoffe verteuern. Hauptpunkt, der hier genannt wurde, sind die steigenden Öl- und Treibstoffkosten, die wir hier in diesem Bereich sehen. Also das Ganze mal aus der aktuellen Wirtschaft. Und wenn wir uns in diesem Zusammenhang diese guten wirtschaftlichen Daten einmal anschauen, das ist der Grund, weshalb ich sage, die US-Wirtschaft wächst weiterhin in einem vernünftigen, sag ich mal, Rahmen. Wir haben hier weiterhin einen Zyklus, der ist zwar schon fortgeschritten, kann sich dem Ende nähern, aber wir sehen jetzt hier noch nicht so die Anzeichen, dass wir sozusagen kurz vor einer Rezession stehen. Das sehen wir hier in diesem Bereich noch nicht. Da wäre es dann so, dass beispielsweise Arbeitskräfte abgebaut werden, dass wir leichte einen Rückgang und einen Anstieg der Arbeitslosigkeiten haben, solche Dinge oder dass angefangen wird zu sparen bei den Firmen, das sehen wir hier alles noch nicht. Von der Seite her ist auf der wirtschaftlichen Seite alles in Ordnung. Das heißt, die Wirtschaft, die wir jetzt hier sehen, wenn wir hier nochmal in den S&P 500 zum Beispiel reinklicken oder in den technologielastigen Nasdaq 100, aber ich mache mal kurz den S&P 500 hier an dieser Stelle auf, dann sehen wir hier einfach einen Markt, der aktuell zwar tief korrigiert, ja,
aber die Wirtschaft ist noch völlig in Ordnung. Und wenn wir uns das mal hier im großen Bild angucken, dann haben wir jetzt hier einfach durch diesen sehr, sehr starken Anstieg, den wir gehabt haben, eine tiefe, tiefe Korrektur. Und die Wirtschaft läuft halt gut und die Wirtschaft ist auch noch die gleiche wie vor einem Monat oder vor 2 Monaten. Da war sie auch sehr stark. Und aus diesem Grund gehe ich persönlich jetzt hier mal davon aus, dass das Beachbook, die positiven wirtschaftlichen Daten, die hier auch gekommen sind, mittelfristig wieder Anklang wird finden in den US-Aktienmärkten und die Marktteilnehmer hier dann irgendwann wieder auf die Kaufseite steigen. Die Unternehmen jetzt in der Berichtssaison, die melden auch wieder vermehrt gute Ergebnisse und das Schöne ist halt, dass dadurch die Unternehmenspreise gesunken sind, die Unternehmensverdienste halt in einem ganz anderen Verhältnis zu dem Aktienkurs stehen. Also hier Thema KGV für den einen oder anderen, den das auch interessiert. Das macht die Aktien günstiger und das kann dann wirklich dafür sorgen, wenn die US-Wirtschaft weiter brummt, dass man irgendwann einfach sagt, die Aktien haben jetzt genug korrigiert, diesen Preiswert genug geworden. Jetzt steht hier wieder auch ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis da, weil die Zinsen steigen ja auch immer mehr an. Aber wenn die Aktien wieder deutlich interessanter werden, dann kann das schon dazu führen, dass wir wirklich einen schönen Schub nach oben hin sehen und wir doch noch eine Herbst- bzw. Jahresendrallye sehen. Da lassen wir uns überraschen. Die Wirtschaft gibt aktuell allerdings hier aus meinen Augen jetzt noch keinen Grund zur Sorge, dass man sagt, okay, den USA geht's schlecht. Der Markt bricht ein, weil die Wirtschaft sich einfach schlecht entwickelt. Das haben wir hier nicht, sonst würden wir das im Beachbook definitiv auch lesen. Damit, ja, genug zum Beachbook. Ich hoffe, es war interessant für Sie, an dieser Stelle hier mal reinzuschauen. Das nächste Beachbook besprechen wir natürlich hier in gleichem Rahmen wieder. Also schalten Sie wieder ein. Hier bei Tickmill Live machen wir das dann wieder in einem Freitagswebinar. Ich freue mich drauf und an dieser Stelle allen Zuschauern danke für die Zeit, die Sie sich hier genommen haben und erfolgreiches Trading.